Hallo, meine Lieben. Und zwar schieb ich noch mal eins hinterher. Ja, weil es so schön und verwirrend war, ja. Okay, und zwar habe ich jetzt was, das habe ich schon seit längerem und das wollte ich euch mal vorstellen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und zwar geht es hier um, ja, ich zeige euch erstmal, was ich gemacht habe. Das ist auch schon fertig und das hat so viel Spaß gemacht. So viel Spaß. Und zwar war das diese Eule hier. Wie ihr sehen könnt, besteht die aus Rückstichen. Rückstichen. Ja, und Mustern. Und die findet ihr auf peppermintpurple.com. Das werde ich unten verlinken. Ja, wie gesagt, ich kann nicht verlinken. Ich mache ich mach den Link unten rein. Müsst ihr halt nur kopieren und dann in euren Browser reinpacken. Ne? Die haben ganz viele Blackwork-Designs. Also dieser Stich hier, dieses hier alles, das nennt man Blackwork. Genau, hier das da unten besteht aus Kreuzstichen und das da hier nur aus Blackwork. Und ich fand das so toll. Ich habe dann mir, als ich die Eule hier gekauft habe, habe ich weiter durchgeguckt und da gibt es ja einiges. Die meisten Blackworks oder auch viele, nicht alle, viele haben auch Kreuzstich mit drin, wie die Eule und auch Viertelstiche. Viertelstiche. Ich versuche das zu vermeiden mit den Viertelstichen. Da das immer ein graues ist, ein graues, ein graues. Wenn man zwei Fäden über zwei Gewebefäden stickt, dann geht das gut, weil dann hast du ja in der Mitte noch mal ein Loch für den Viertelstich. Aber wenn du eins über eins machst, ja, musst du in der Mitte eines Gewebes ge eines Gewebefadens reinstechen und da die Mitte zu treffen ist natürlich Halleluja. Nee. So, und zwar habe ich zwei Designs mir damals noch gekauft und ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert es euch und ihr wollt mit mir eventuell, vielleicht habt ihr Lust, geht mal gucken, mit mir irgendwie was zusammen Blackwork sticken. Vielleicht habt ihr Bock. Ja, das wäre natürlich toll. Diese Designs werden auf 14, 16, 18 Count gestickt. Also so richtig schön kommt es natürlich auf 14 Count, ne? 14 und 16. Was jetzt höher ist, wird dann zu klein und dann kann man die Linien nicht mehr so gut erkennen. Also ich würde du kannst auch auf 20, kein Thema, also wie du lustig bist. Also ich mache es eher ich denke mal auf 14, weil dann wird das schön, dann sieht man auch die ganzen Linien. Das da hier ist jetzt 18. Geht auch, geht alles, ja. Kann man sich heraussuchen, wie man möchte. Alles, was ab 18 ist, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Genau, ich habe schon wieder Axt da oben drinnen. Ne? Ach, der liebe Pony. Ne? So, toll. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mir da rausgesucht habe. Ja, das sind zwei unterschiedliche. Eins ist nur Blackwork. Hopsala, jetzt habe ich es weggedrückt. Eins ist nur Blackwork und das andere ja, ist vermischt mit Kreuzstich und mit Viertelstichen. Und da habe ich mich die ganze Zeit so ein bisschen gesträubt. Da weiß ich nicht genau, ob ich das überhaupt machen werde. So, ich zeige euch erstmal das, was mit den Kreuzstichen verbunden ist. Ich habe jetzt beide Vorlagen. Also wenn du da dich anmeldest, dir eins kaufst, kannst du dir das
per PDF. Die schicken dir deine E-Mail, dann wirst du zurück auf die Orderseite rüber, musst rüber. Und dann kannst du die Vorlagen runterladen und gleich in deinem Drive speichern. Also bei mir waren sie die ganze Zeit auf dem Drive rumgelegen und habe mir gedacht, jetzt hole ich sie mal rein und zeige sie euch. So, also sie gehen in Pattern Keeper rein. Allerdings das eine, was ich habe, nur mit dem Blackwork nicht. Das geht zwar rein und du kannst, ich zeige es euch gleich. Der erkennt halt diese Backstitche nicht. Ne? So, ich zeige es euch gleich mal. Und zwar habe ich mir von Peppermint Purple Blackwork Patterns, habe ich mir Hints auf Japan gekauft. Schönes Design. Ich bin jetzt nicht so der Japan-Fan, also das ist jetzt nicht meine Prio oder so. Das ist dann eher ein Geschenk. Also meine Tochter macht ja Cosplay und ja und Manga und hast du nicht gesehen, alles Japan und Korea und ja. Da habe ich mir gedacht, das machst du. Jetzt, was ich mir gedacht habe, ich mache da, wo die Kirschblüten sind, mache ich Perlen hin. Genau, also das ist jetzt nur die PDF. Die PDF wird 116 mal 116 Stiche groß. Wird auch alles angezeigt, die Maße, auf wie viel Count. Könnt ihr das überhaupt lesen? Wie viel Count? Mal da drauf drücken, ne? Wie viel Count man da sticken kann und wie groß das dann wird. Genau. Höher als 20 geht es gar nicht. Das sollte man dann hochlaufen. Jetzt bin ich ja in der Aufnahmehebel. Wollen wir nicht. So. Genau. Und da kommen jetzt auch viele Viertelstiche vor. Ja, das ist jetzt nicht so mein Favorit. Ne? Genau, deswegen habe ich das auch vergessen schon wieder, dass ich das habe. Genau, also Stoff hätte ich dafür jetzt im Moment auch gar nicht da. Du kannst natürlich auf Peppermint Purple, kannst du auch Kits kaufen, ne, wo alles mit dabei ist. Kannst du auch machen. Aber das wird dann immer noch unter der Beschreibung alles erklärt, was für Stiche dabei sind und genau, um was es sich genau handelt. So, das andere, was ich da noch habe, das habe ich auch reingekriegt in Pattern Keeper. Allerdings erkennt er ja die Backstitches nicht. Da gibt es eine Lösung dafür. Und zwar, ich zeige euch erstmal, was es ist. Und zwar ist es Ireland. Ireland. Wunderbar. Da kommen weder Viertelstiche dazu noch Kreuzstiche. Das ist alles Blackwork. Und da freue ich mich drauf. Das ist schwarz und grau, aber ich mache es natürlich in hell und dunkelgrün. Stoff habe ich auch noch nicht, muss ich auch erst mal gucken. Ja, was da jetzt nicht geklappt hat, ist, du kriegst zwei PDF-Files, wenn du das kaufst, zwei Stück. Und die eine, wo immer One Page dabei steht. Moment. Da klicke ich zum Beispiel auch mit der Eule auf PDF anzeigen und dann hast du hier die PDF und die kannst du dann groß ziehen und kannst halt dann nach PDF sticken. Ne? Du kannst natürlich dir auch das Ganze ausdrucken, wie du magst. Ne? Also ich ziehe es dann groß und kann dann hier schön nachsticken. Genau, in der anderen PDF-File, die du geschickt bekommst, stehen nur die Infos drinne und genau. Ja, das sind so meine zwei Blackwork-Designs von Peppermint Purple. Absolut klasse, geht auch sehr schnell. Was heißt hier sehr schnell? Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Und vielleicht lernt man dann so den
Backstitch zu mögen. Das kann ja auch sein, ne? Man weiß es nicht, man munkelt. Genau. Wie gesagt, ich schmeiß die jetzt nicht in den Schüttelkelch, weil, wie gesagt, ich habe dafür weder noch Stoff und noch sonst irgendwas. Sonst ergeht es mir wie mit dem Mäuseelf, ne? Ja, gut, okay. Und jetzt habe ich für heute genug Videos gemacht. Es reicht jetzt. So. Genau. Das waren hier meine zwei Vorstellungen von Peppermint Purple. Und vielleicht, wie ich schon gesagt habe, habt ihr Lust? Könnt man vielleicht uns mal kurz schließen und gemeinsam was machen? Schaut euch einfach mal durch die Webseite. Da unten kommt es rein. Ja. Und dann freue ich mich auf die nächsten Tage. Und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Viel Spaß und bleibt gesund.